Jürgen stürzt sich in das Flirt-Abenteuer. Ich bin der Jürgen, ich bin 57 Jahre alt und komme aus Berlin. Und ist irgendwie der Typ Althippie. Ich bin seit Ende September etwa 2016, also letztes Jahr im Herbst, bin ich Single. Das will Jürgen aber ändern, und zwar hier und heute. So wirklich feste Lebenspartner gab es gar nicht so viele in meinem Leben. Im allergünstigsten Fall ist es so, dass ich jetzt gleich auf eine Frau treffe, wo es blitzt. Ich bin Melanie, ich bin 51 Jahre alt und komme aus Berlin. Hallo, Melanie. Ich bin Melanie. Hallo, Jürgen. Im Internet bin ich aktiv, da habe ich viele Leute kennengelernt. Aber es ist also nicht so das Richtige dabei gewesen bisher. Aber ich bin total gespannt, weil das ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung, die ich noch nie hatte. Weil bisher wusste ich zumindest immer irgendwie, habe ich ein Bild gesehen oder die Stimme gehört oder irgendwas wusste ich, ne? So was, so ein Blind Date hatte ich noch gar nicht. Ja. Oh ja. Er ist ein netter, entspannter Typ. Ich fange mir die an. Du fängst nicht so lange nackig. Ach so. Ich will jetzt keinen Typ aus dem Katalog haben. Ja, so einen schönen Ding, das interessiert mich gar nicht. Ist ja extra neue Unterwäsche genommen. Nein, das nicht. Also er muss irgendwas haben, was mich anspricht. Deine Strümpfe, willst du die anders nehmen? Nee. Männer mit Strümpfen im Bett, finde ich, geht gar nicht. Ich dachte, das wird so ein ultra spektakulärer Moment, von ihr ausgezogen zu werden. Das war dann aber gar nicht so aufregend, wie ich erst dachte. So, Schlipper darfst du anlassen. Darf ich ihn anlassen? Dann bist du jetzt dran. So, wo wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, ich fange hier an. Also, da wirst du nicht wieder vollkommen. Ich habe keine Angst, mich auszuziehen. Ich gehe auch in die Sauna. Ich mach nichts kaputt, ich verspreche es dir. Da laufe ich auch nackig rum. Setz dich ruhig. Das ist nett von dir. Hier habe ich zum Glück noch ein bisschen was an. Aber wer weiß, wie lange du die anhast. So, Henning. Okay? Dann machen wir das doch einfach mal. Seine Augen sind angenehm, freundlich, strahlen was Warmes aus. Er hat einen lieben Blick. Bin ich ja mal neugierig. Nein, das allererste, was als du reingekommen bist, was mich sehr begeistert, sind deine strahlenden Augen. Ach ja? Ja, die mag ich sehr. Das wusste ich, dass die Frage kommt. Ja, das ist ja auch schön so. Nee, ich empfinde dich so von der Art her sympathisch. Mit dir kann man gut reden. Ich glaube, du mit dir kann man Spaß haben. So. Ja, mit dir kann man einen netten Abend verbringen, ja. Billard spielen gehen oder irgendwelche anderen netten Sachen machen, gut quatschen. Ich glaube, mit dir kann man gute Gespräche führen. Er ist schon offen, locker, lustig, glaube ich. Aber ich denke, dass er auch sehr in die Tiefe gehen kann. Ne? Ich bin in so vielen Themen unterwegs. Und manchmal ist es für Menschen anstrengend in meinem Umfeld. Ja, und deswegen, das kann natürlich sein, ja. Aber vielleicht wird es anstrengend mit dir. Ja, ja. Muss man ausprobieren. Wenn es mir dann zu anstrengend wird, naja, dann gehe ich. Ja, Jürgen, was ist dir jetzt wichtiger, Liebe oder Sex? Ich glaube nicht, dass ich das so direkt trennen kann. Mhm. Ich habe das selten, dass ich irgendwie so einen Spontansex veranstalte. Passiert auch, kommt vor, ist auch manchmal total geil. Aber das beantwortet trotzdem die Frage noch nicht. Was ist dir wichtiger? Sex oder Liebe? Kannst du so nicht beantworten. Kann ich so auch nicht beantworten. Sex, du kannst du für Geld haben oder kannst du dir überall. Ja, das weiß ich nicht. Das ist leicht verfügbar. Ich habe keine Ahnung, ob der begeistert ist, wenn es um gekaufte Liebe geht. Also, wer begeistert? Mein Penis ist, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass in gekaufter Sex irgendwie, dass das den antörnt. Glaube ich nicht.